keine Sache wie bei Erba Pura und Erba Gold, wo man sagen kann, dass Erba Pura manche nicht erreicht hat, aber Erba Gold ist viel gefälliger und geschmeidiger. Aber wie gesagt, das ist eine interessante Ergänzung. Ist es nicht unbedingt der Duft, wo man sagt, wow, das wird jetzt der Kracher. Also es gibt gen wenig Tuberose-Düfte, die so genial sind. Ja, wir haben jetzt ein paar Neuheiten hier. Es gibt ja andauernd Neuheiten. Ich habe mal einiges zusammengestellt. Wir machen jetzt mal keine Präsentation der Neuheiten so im klassischen Stile, wie man Neuheiten präsentiert, sondern ja, wir bringen so ein paar Sachen rein. Was ist es? Was könnte man damit machen? Und so weiter und so fort. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee und dann legen wir los. Also, die eine Neuheit, die ja schon sehr groß erwartet wurde, Kaffee hier weg, ist Alexandria 2 Anniversary. Abgesehen von dem wirklich außergewöhnlich schönen Flakon, der, ja, ich finde, einer der schönsten Flakons von Serdjof ist, die klassische Alexandria 2 Form, Farbe, aber eben mit diesen Goldakzenten über die Kanten runter, ist wirklich genial. Der Duft entspricht dem Ur-Alexandria, also sprich der ersten Version des Alexandrias mit dem Vintage-Oud. Es ist natürlich nicht das Vintage-Oud hier drin, aber es ist ein sehr hochwertiges Oud drin, ein hochwertigeres Oud, als wie in Alexandria 2 normal drin ist. Und es ist eine andere Komposition, das heißt, es ist eine geringfügige Abweichung von der DNA von Alexandria 2. Aber sie ist nicht dramatisch. Das heißt also, wenn jemand die wirklich beide nebeneinander vergleicht, ist es nicht so, dass er sagt, ach, das ist aber ein wahnsinniger Unterschied, der da ist. Für wen ist der interessant? Natürlich für jemand, der ein Alexandria-Fan ist. Der sollte den auf jeden Fall probieren oder auch haben. Man wird sich am Ende entscheiden, ob man den nimmt oder den Alexandria 2 eben nicht Anniversary nimmt. Eine Hilfestellung ist schon mal, dass es den nur in 100 Milliliter gibt und nicht in 50 Milliliter. Ja, ist ein bisschen teurer, aber das bisschen teurer ist eigentlich nicht relevant, das ist ein bisschen geschuldet an dem Flakon und am Flakondesign. Das hat es nicht so sehr mit dem Duft zu tun. Klar, die meisten kaufen den 50er von dem Alexandria 2 und da natürlich ist der Sprung jetzt zum 100er schon größer. Also ich würde empfehlen, für die, die jetzt einmal Alexandria-Fans sind, sich zu überlegen, ob sie auf diesen Alexandria 2 Anniversary wechseln. Es ist nicht limitiert. Das heißt, er wird auch dauerhaft zur Verfügung sein. Leute, die vorher kein Alexandria mochten, beziehungsweise mit dem nicht klargekommen sind, werden mit dem auch nicht klarkommen. Also es ist keine Sache wie bei Erba Pura und Erba Gold, wo man sagen kann, dass Erba Pura manche nicht erreicht hat, aber Erba Gold ist viel gefälliger und geschmeidiger. Da kann man vielleicht sagen, okay, der gefällt mir. Hier ist es schon wirklich sehr ähnlich. Also es ist jetzt der Alexandria 2 Anniversary. Der nächste, der jetzt in Kürze kommt, ist einer der interessantesten Dinge, die Serdjof gemacht hat. Casa Morati, kennt man ja, die zweite Kollektion von Serdjof, neben der klassischen Serdjof-Kollektion. Und das ist jetzt der Duft Quattro Pizzi. Also es ist jetzt keine Pizza Quattro Stagioni oder auch keine sonstige Pizza. Pizzi in Italienischen würde auch Spitze bedeuten. Aber es geht hier jetzt nicht um die Spitze im Sinne von dem Stoff oder von dem Muster, sondern es geht um die Spitze von Türmchen. Und es betrifft einen Palazzo in Sizilien, der eben vier Türme hat, also vier Pizzi, also sprich vier sogenannte Spitzen hat. Und aus diesem Namen ist es abgeleitet. Und da ist auch schon das Thema. Das Thema ist, ich sage jetzt mal, Sizilien. Das Thema ist sehr modern aufgearbeitet. Wir haben hier diese Kokos, fruchtige, zitrische Kombination mit einer floralen Tuberose. Also es gibt gen wenig Tuberose-Düfte, die so genial sind, weil man hat eben praktisch diese florale Tuberose, die sehr präsent ist, aber die auch sehr satt ist. Die ist nicht so stechend grün, sondern richtig sehr satt und kombiniert eben mit diesem Kokos und milchigen Noten auch. Also es ist ein Traum. Also der Duft ist sicherlich einer der besten Release, wenn nicht das beste Release von Casa Morati in letzter Zeit. Ich würde sagen, der ist top in der Liga mit Lira und so weiter. Anders natürlich, klar, aber wirklich ein Top-Release. Beides Unisex. Für mich ist es auch ein super Hochzeitsduft, also abgesehen von der Farbe. Es ist jetzt so ein Weiß, aber es ist ein Perlmuttweiß. Es ist nicht weiß, 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 sondern es ist so ein Perlmuttweiß. Also es ist ein idealer Hochzeitsduft und könnte man auch im Partner-Look tragen. Das heißt also, beide könnten auch zur Hochzeit tragen. Ist eine Idee zum Beispiel, die da dabei ist. Also wird demnächst kommen, auch in 30 Milliliter. Das heißt, er wird auch
in der kleinen Variante da sein. Jetzt kommen wir hier zu Liquid Imaginaire Âme du Coeur, neueste Release sozusagen aus der Kollektion. Wir haben hier, wie man die Farbe schon sagt, das Herzblut. Man sieht dieses Tiefrote des Flakons, das so ein bisschen auch durch diese Transparenz eben dieses Herzthema sehr gut ausspielt. Die übliche Liquid Imaginaire Kappe, die sehr stylisch ist, so kolonnenförmig ist und so weiter. Der Duft ist von der Art her etwas spezieller, sage ich jetzt mal. Also das ist auf keinen Fall ein Duft, der sehr gefällig ist. Er hat eher diese würzigen Noten, er hat eher diese, ich sage mal, stark harzigen Noten, die da sind. Er hat eine bestimmte Frische, er hat also diese, ja, ich sag mal, balsamischen Salbeinoten, aber er ist etwas spezieller. Also er ist nicht süß, er ist nicht fruchtig, er ist jetzt nicht so pudrig, sondern er ist eher so balsamisch, ich sage jetzt mal, kräutrig-balsamisch in der Art. Also sollte man ausprobieren. Ist jetzt, würde ich sagen, eher für mich ein Duft für einen Herrn. Frau kann ihn auch tragen, ist jetzt für Fortgeschrittene, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, die ein etwas speziellere Sachen suchen. Und da ist er natürlich ganz ideal. Ich glaube, es gibt ihn nur in 100 momentan, 100 Milliliter, aber wie gesagt, das ist eine interessante Ergänzung. Ist es nicht unbedingt der Duft, wo man sagt, wow, das wird jetzt der Kracher bei Liquid werden. Wenn man das hergeht und sagt, okay, also ich würde den so auf jeden Fall auf Daily tragen, also wenn, dann überhaupt tagsüber, also kein Abendduft und kein Ausgehduft. So, dann kommen wir zum nächstes Release aus der Private Collection von Clive Christian. Ihr wisst ja, eine meiner Lieblingsmarken, das ist die neueste Release. Die Clive Private Collection besteht ja aus Düften, wo jeweils ein Buchstabe des Buchstabens Clive, also C-L-V-I-E, symbolisiert wird durch einen Duft. Und in diesem Fall haben wir das E hier. Und zwar ist das neue E. Es gab vorher schon mal ein E, das wurde aufgelöst, beziehungsweise wurde eingestellt, die Produktion, und es wurde durch dieses neue ersetzt. Und der nennt sich Kashmir Musk, also I, Kashmir Musk. Wie der Name schon sagt, kuschelig, weich, also ein Moschusduft mit einer sehr, ich sage jetzt mal, sehr warmen, teilweise auch ein bisschen leicht fruchtigen Basis, der auch in die Richtung geht, so ein bisschen wärmer, karamellige Noten, rauchige Noten drin hat. Also es ist wirklich so ein absoluter Sweetie im Sinne von nicht süß-süß, sondern Sweetie so ein Liebhaberduft. Also so ein Duft, wo man jeder sagt, wow, der riecht einfach gut, der riecht einfach toll, ist einfach super. Er hat es nicht so die Ecken und Kanten, er ist nicht der Duft, mit dem man sich jetzt polarisiert. Es ist jetzt so einfach ein Duft, wo man jeden Tag super und unkompliziert gut auftreten kann und gut riechen kann. Im Unterschied zu den, sage ich mal, anderen Releases, eben wie Blonde Amber und so weiter, die viel markanter sind, ist der natürlich subtiler, etwas zurückhaltender, vielleicht auch, sagen wir, eher femininer gehalten von der Art her. Aber den würde ich jetzt so mal, wenn jemand einen eleganten Moschusduft sucht, in der Linie ist der sicherlich ideal. Aber wenn jemand jetzt so einen Kracher erwartet, dann ist das nichts. Also ich finde ihn super gut, aber ich finde ihn eher in die feminine Richtung. Also mir selber, ich würde ihn nicht tragen. Sagen wir so, nicht weil ich ihn nicht gut finde, ich rieche ihn wahnsinnig gerne, aber er wäre mir zu feminin, zu wenig kantig, sage ich jetzt mal, so ein bisschen. Also wie gesagt, ein sehr charmanter, kaschmirweicher Moschusduft, wie der Name schon sagt, einfach ideal und auch eher auf der femininen Note. Oder man layert ihn mit was anderem. Also man könnte jetzt zum Beispiel mit dem und diesem Âme du Coeur, da könnte man wahrscheinlich was draus machen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber weil der so ein bisschen eher diese strengere Charakteristik hat, da könnte man ein paar Kanten geben. Es gibt dann zwei neue bei Gritti aus der Ivy Collection. Beide Releases sind schon sehr lange erwartet worden, wurden ein bisschen verzögert und jetzt sind sie da. Also einmal ist es auch mit dieser Flasche, wie man sieht, die ist so mehrfarbig in sich changierend. Das heißt, es ist also so eine neue Dekorationsart von der Flasche und die hat eben so einen Stahl, grün, blau und so weiter. Also ich komme mal zum ersten Mango Oud. Es ist momentan meiner Meinung nach ziemlich trendy, so Düfte zu machen, die mit Oud und Frucht arbeiten. Es sind viele kennen diesen Oud Maracuja von Maison Crivelli, aber es gibt auch andere, die alle eben mit dieser Kombination zwischen Oud und einer Frucht arbeiten. Und hier ist es eben die Mango. Das Oud ist da nicht so dominant, es ist nicht ein strenges Oud, es ist auch kein richtiger Orientale, ist mehr, es ist so ein etwas, ich sage mal, holzig, balsamischer Mangoduft, weil normalerweise wäre Mangoduft relativ sehr stark süßfruchtig.
Und dadurch, durch dieses andere, nimmt es ein bisschen weg. Ist natürlich eine super Sommergeschichte, ist eine Sache, die für jeden geeignet ist. Ist natürlich ein Trendthema, also da ist so was, wo man halt einfach dabei sein will. Eine neue Konvention ist eine neue Straße, die aufgeht. Also es werden in Zukunft immer mehr diese Fruchtnoten auch mit etwas abstruseren kombiniert. Weil man würde normalerweise sagen, bei einem Mangoduft würde man eher eben so mit Vanille arbeiten. Man würde eher mit floralen Noten noch arbeiten oder so ein bisschen mit Zitrik und so. Aber man würde es nicht unbedingt mit Oud arbeiten. Deswegen eine ganz spannende Geschichte. Absolut unisex für jeden. Super Sommerduft. Mango gibt es eh nicht so viel. Also ich meine, zum Essen gibt es Mango genug. Aber Mangodüfte gibt es nicht so viel. Also ein ganz tolles Release. Mango Oud von Gritti. Der zweite ist Supernova. Ich meine, der Name sagt eigentlich schon alles. Ne? Ja, also für mich, meiner Meinung nach, die spannendere Release, weil er hat eben also praktisch dieses metallisch klare, molekulare Strukturumfeld. Also es ist eher so ein Molekülduft von der Sache her. Er hat diese Synthetik, die da ist. Er hat diese metallischen Noten, die da sind. Er hat diese Kühle, die da ist, also die gegeben ist, so ein bisschen auch die einen, so eine Kühle, die einen zurücknimmt. Ist sehr smooth, hat eben so diese sehr große Aura, wo er vielen Leuten gefällt, ist auf jeden Fall ein Komplimentgetter, ein größerer Komplimentgetter als wieder Mango Oud, definitiv. Ist jetzt nicht eine komplexe DNA, wo man sagt, boah, Wahnsinn, was da alles drin verarbeitet ist, aber es ist so eine, ich sage es mal, molekulare, metallische, kühle DNA, die ohne Süße arbeitet, aber trotzdem, sage ich mal, so alles in diese Richtung geht, die man früher auch als aquatische Düfte bezeichnet hat, aber ein bisschen moderner interpretiert. Also Supernova, meiner Meinung nach, der bessere von beiden, also wobei Mango Oud auch ganz toll und super ist, aber ich finde, es ist ein bisschen so, ja, eine interessantere Komposition. Das andere ist natürlich sehr fruchtgeprägt, muss man einfach sagen. Dann haben wir noch zwei von Len. Wie man sieht, auch eine ganz neue Aufmachung. Die anderen Len-Flakons waren ja immer transparent und mit schwarzer Seite und mit der Plakette vorne. Hier haben wir jetzt praktisch eine ganz neue Dekoration, auch eine Farbe drin. Wir haben einmal den Amour Bou und einmal den Darling Bogota. Und wie gesagt, die Stories bei Len sind ja immer sehr, sehr umfangreich. Die will ich jetzt auch gar nicht wiedergeben. Ich weiß sie auch nicht, die Stories, muss ich zugeben. Ich kümmere mich jetzt mal nur um den Duft. So, der müsste theoretisch hier sprühen. Aber der Sprüher, der widersetzt sich, aber ich habe durchgegriffen. Also definitiv, das ist eben wirklich der blaue, der Amour Bou ist meiner Meinung nach wirklich ein Banger. Der startet so mit so einer rauchig-zitrischen Wolke, die so richtig rüberkommt und ein großes Ausmaß annimmt, also eine große Ausstrahlung annimmt. Ganz neue Richtung. Er hat auch irgendwie hier so ein bisschen grüne Noten drin, aber das Ganze ist eben wirklich so eine sehr powervolle, ja, wie kann man sagen, Meeresbrise, aber es ist jetzt nicht so diese aquatische Note, sondern wirklich eher das Süßfruchtige. Ein ganz toller Duft, definitiv für mich eher Herrenduft, also würde ich jetzt sagen, ist absolut ein Herrenduft und ein sehr interessanter Herrenduft, also ein Duft, den ich auch absolut tragen würde, könnte ein Daily-Duft sein auch, ein Signature-Duft sein, wirklich ganz toll. Die Noten werden wir euch dann noch irgendwie vielleicht einblenden, so, ich habe die jetzt auch nicht alle präsent, ich sage so meine Emotionen mit dem Duft, aber das ist die wärmste Empfehlung. Der zweite, ich würde ihn jetzt mal eher feminin einordnen, aber schauen wir uns mal an. Auch hier muss man mit dem Sprüher ordentlich draufdrücken. Ja, also der ist natürlich jetzt so ein bisschen, hat diese, ich sag mal, Popcorn-Noten drin, auch ja, so eine bestimmte alkoholische Note, die drin ist. Bisschen spezieller ausgefallen, also Kaffee auch natürlich riecht man sehr stark raus. Also wenn ich jetzt sagen müsste, wenn der also eine 10 von 10 ist, ist der natürlich jetzt nicht eine 10 von 10, sondern irgendwie eine 7. Also ist das Release, was mir jetzt noch nicht so gut gefällt. Ich sehe den Duft jetzt auch nicht so sehr speziell, wirklich was, ich würde so sagen, mit dem zusammen so ein bisschen was für Leute Ausgefallenes suchen, aber nicht für jedermann. Während der hier, da kann man Blindkauf machen. Ja, das waren so ein bisschen diese Sachen. Also wenn ich jetzt hier ein paar Düfte holen, dann würde ich mir auf jeden Fall den Quattro Pizzi holen. Das wäre ein Must-Have. Diesen Amour Bou würde ich mir holen und den würde ich auch sehr, sehr viel tragen, bin ich mir sicher. Ich würde wahrscheinlich eine Supernova, wobei, wenn ich jetzt eine Supernova und die beiden habe, würde ich sagen, die sind zwar nicht ähnlich, die sind zwar anders, aber sie decken so ein bestimmtes Spektrum ab, beide. Das heißt, ich würde mich wahrscheinlich für einen entscheiden. Und ja, der ist mir ein bisschen zu feminin. Also wie gesagt, mein Pick wäre jetzt hier Quattro Pizzi, Supernova und Amour Bou, das wären die drei, die ich jetzt nehmen würde. Alexander ist ein toller Duft, aber es ist nicht so das, was ich persönlich
feiere. Deswegen, das wären meine Sachen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.